Wir wussten, dass natürlich all diese 7 Stufen der sufistischen Entwicklung, wie der Behazdinat Khan, zu finden ist. Nicht? Es gibt sehr viele Systeme, die viel ausgedehnter sind. Ich habe Ihnen schon ausführlich haben wir gesprochen, und Sie kennen das schon, von das klassische Sufi-System von die 45 Maqamat und Halat. Und bei den Hindu gibt es sehr ausgedehnte Systeme auch von Yoga, nicht? Also Yoga ist ein Spezialismus, das auch auf jede Ebene des Menschen auch wieder eine eigene Spezialität entwickelt hat. Also das ist sehr ausführlich, man kann das sein ganzes Leben widmen. Aber also Ahmadinejad Khan, als er nach Europa kam, nach Westen, war natürlich eben konfrontiert mit der Frage, wie kann man ein Mystik, also eine Dimension der Verinnerlichung, verbinden mit das praktische Leben in der heutigen Welt. Sie wissen, dass er die Weltentsagung überhaupt nicht respektierte, aber er dachte, das ist keine Hilfe für den Menschen in der heutigen Welt. Das ist nur für den Spezialisten, die sich völlig darauf das hingeben wollen. Aber wie können wir eine Mystik, die jedenfalls effektiv sein kann, aber zu selber Zeit nicht zu viel beansprucht für den Menschen in der heutigen Gesellschaft. Und daher, dass wir in System Ahmadinejad Khan die 7 Stufen der Meditation haben. Sie kennen sie schon, denke ich, ich muss das häufig schon wieder vielleicht wiederholt haben, aber wir haben eine neue Freundin hier aus der Schweiz, die vielleicht das noch nicht gehört hat. Habe ich das gestern auch schon gesagt, waren Sie da oder nicht? Gestern war ich da. Sie haben das vernommen, diese sieben Stufen oder so. Und was ich eigentlich dann heute betonen wollte, ist, dass das Element der Atem in der Sufismus auch wichtig ist. Dass es nicht nur in der Sufismus in Indien, wo er natürlich sehr stark nach vorne tritt in Verknüpfung mit der Hindu-Tradition, aber außerhalb Indien auch, in der belgischen Sufismus, sogar im nordafrikanischen Sufismus, hat das Element von Atembeherrschung immer auch eine betrachtliche Rolle gespielt. Wie ich sagte, in Indien ist es schon ein großer Spezialismus im Yoga. Also die Natran hat eigentlich nur 3 Elemente daraus entlehnt für sein System von 7 Stufen der meditativen Übung. Und das erste ist die sogenannte Purification Breath. Das kennen Sie alle wohl, meist bekommen die Menschen das, wenn sie eingeweiht sind, die einatmen und ausatmen auf eine bestimmte Weise zwischen Nase und Mund. Und eigentlich fällt das zusammen mit der zweiten Aufgabe in das Übungssystem der Sufi und auch der Yogi, also ob man in hinduistische Methode oder in Sufi-Methode, indische Sufi-Methode sich trainiert, das bleibt einem dasselbe System. Etwas anders ausgedruckt, etwas andere Akzenten, aber doch im Allgemeinen ganz identisch. Das Erste, was man als Aufgabe lernt oder sich trainieren kann, ist nur eine Art von Sitz, zu sitzen. Und das Sitzen, das bedeutet entspannen. Nicht, dass man sich möglich auf irgendeine Weise niedersitzt, die zugleich entspannt ist, aber doch auch wieder alert. Also sich Rechenschaft zu geben, dass man seinen Körper völlig entspannt. Nicht, das ist also das ist die sogenannte Asana. Und wieder in Yoga gibt es eine riesige Menge von Asanas, die eigentlich der Körper auf möglichst viele Weisen trainiert und viele beinahe athletische Arten von Bemeisterung des Körpers nicht innehält. Das ist wieder sehr detaillistisch. Wertvoll natürlich, wenn man Zeit hat, das zu üben, aber es ist sozusagen ein Ziel an und für sich geworden, wie jeden Spezialismus.
und im normalen Meditationsleben von welchem System auch, ist dieser Sitz die erste Stufe. Sitzen und merke mal, wie dein Körper reagiert auf dieses Element von in Stille zu sitzen und gleich alert und in einem Zustand von Entspannung zu sein. Nicht? Und das ist also die erste Stufe. Und dann gleich wird das mit etwas anderes verbunden, und das ist eben wieder die Atem. Die Atem oder der Atem, wer kann mich der da? Atem. Der Atem, thank you. Also mit der Atem und mit dem. Ja, ich bleibe Holländer, ich bedauere es. Ja, das ist auch schön. Ich bitte darum. Nicht so sehr schön, aber gut zu hören. Und also der Atem und da muss man also. Auch hält man den Körper in Kontrolle durch diese Atem. Und erst man fängt an, mit sehr sorgfältig sich zu konzentrieren auf diese Haltung von alerter Entspannung des Körpers. Dann konzentriert man sich auf den Atem. Stellt man nun fest, dass dieser Atem da ist. Denn normal spürt man das kaum. Man denkt nicht daran, es sei denn, dass man Schnupfen hatte wahrscheinlich. Aber sonst denkt man nie, dass dieser Atem ständig da, ständig durchgeht. Und das ist also diese sogenannte Purification Breath, die Sie alle wohl kennen, sind eigentlich nur auch wieder eine Möglichkeit, sich Rechenschaft zu geben von dieser Funktion des Atems in dem menschlichen Leben. Und als Übung kommt das wieder zurück, daher, dass ich hierüber jetzt spreche, in die Meditationsstufe, die wir schon gestern auch wieder erfahren haben, dass nach Sikr kommt also die Fikr. Die Fikr, also dass man die Sikr-Formule wiederholt auf den Atem und dann aufgehen lässt in ein Zustand von zu sein und dann wieder aufnehmen kann. Sie kennen das und das zeigt also die große Wert von der Atem. Und dann nur in Hazrats siebenfache System kommt nur einmal noch wieder die Atem in eine Übung, die Kessab genannt wird. Und das ist nur das kontrollierte Einatmen, man zählt in vier Atmen, acht festhalten, sechs ausatmen. Also das ist wieder eine andere Übung. Dazu beschränkt sich auch diese Purification Breath, Fikr und Kassab, beschränkt sich eigentlich der Atem in der Praxis von Hazrat Inayat Khans Meditationssystem. Aber zugleich, und weitaus der wichtigste davon, ist diejenige, die ich schon kenne, das ist diese Fikr, weil da wirklich die Tiefe der Abstimmung des Bewusstseins mit zusammenhängt. Das andere, der Kassab, also eine reine, sagen wir, rein technische Übung, womit man einen Meditationsgedanke verbinden kann, aber es bleibt rein ein, wieder mal Atemkontrolle. Aber bei Fikr soll es weit über die Atem hinaus eine Bewusstseinsabstimmung mit sich führen. Also in der Theorie, der Lehre über Atem, es heißt in Atran also sehr nachdrücklich über die Wert davon und er betont etwas Interessantes. Er sagt, der Atem, den wir als solches kennen, so das in den Nasenloch geht und ausgeatmet wird wieder, das ist nicht die Atem als solches, das ist nur ein Phänomen, ein Ausdruck von Atem. Was ist die Atem eigentlich? Und dann kommt er zu eigentlich ist der Atem der, sagen wir, der Lebensklopf, der Rhythmus, den jede Stufe des menschlichen Daseins sich wieder wiederholt, nicht? Eine bestimmte Energie eigentlich, die im tiefsten Tiefe des Menschen vorhanden ist, die man schwierig trazieren kann. Aber die Lebensklopf, die den Menschen das Leben und das Bewusstsein gibt, die im Inneren verborgen ist, und sagte, das ist eigentlich
die Seele der Menschen, die Seele des Menschen und also das meist innere Prinzip des menschlichen Daseins, das wir die Seele nennen, kann ebenso gut diese Lebensklopf, dieser Atem genannt werden. Atem, die sich also nach außen ausdrückt, in das jene, die Wind, die Luft, die wir einatmen und ausatmen. Nicht? Aber das ist nur ein Phänomen von dieser inneren, wie das Herz klopft, wie das so klopft, das ganze Mechanismus des Menschen, so hat auch die Seele ein eigenes Rhythmus, das wir natürlich nicht spüren, aber nur zum Ausdruck kommt in dieses ganze komplexe Wesen des Menschen. Und ich möchte das probieren, dass er verbindet das mit ein interessantes Wortspiel, das ist Nafs und Nafas. Also Nafas, das wissen Sie natürlich sehr gut auch aus der türkischen Musik. Nafs, das heißt eigentlich Atem, nicht der Atemzüge. Nafs ist nur die menschliche Identität, sehr oft verwendet für das äußerliche menschliche Sein, nicht der Nafs im egoistischen Sinne, im materiellen Sinne, aber es hat noch natürlich auch die Bedeutung von Nafs als die menschliche Identität als solches. Und in diesem Sinne verwendet Hazrat also das Wortspiel, war ja ein Dichter, er liebte die Wortspiele, zwischen Nafs und Nafas. Und wenn man darüber nachdenkt, ist es natürlich auch so, dass diese zwei Worte nicht nur, aber die Begriffe, die damit zusammenhängen, auch eine ganz enge Verbindung miteinander haben. Also für ihn war diese Beherrschung der Atem von sehr großer Wicht im mystischen Leben. Also, ich habe hier eine kurze Passage, die eben, wo also dann gleich die Gedanken von Atem verbindet mit seiner metaphysischen Auffassung von das Verhältnis von der Seele zu Gott. Denn die Seele ist letztendlich dasjenige, wo die Energie, die Lebensenergie nicht des menschlichen Daseins anwesend ist. Diese Energie kommt wieder zum Ausdruck in diese Lebensklopf, in diese Atem, die wir dann letztendlich auch physisch feststellen können. Und er fängt so an, wenn Sie gestehen, lese ich das erst auf das Englisch, dann probiere ich das auf Deutsch zu übersetzen, mit Hilfe von all diejenigen, die das Deutsch besser kennen. Aber ich möchte dann nur diesen Satz lesen, diesen Passus lesen. Es geht folgendes. Und bitte, wenn Sie etwas nicht verstehen und verstehen mochten, fragen Sie mich, das noch wieder zu wiederholen. The picture of God and of the souls is that of the sun and its rays. Das Bild von Gott und von der Seelen ist das von der Sonne und die Strahlen der Sonne. The rays are not different from the sun. The sun is not different from the rays. Die Strahlen sind nicht etwas anderes, nicht unterschieden von der Sonne. Die Sonne ist auch nicht different, nicht etwas anderes als diese Strahlen. Und doch, es gibt nur eine Sonne und sehr viele Strahlen. The rays have no existence of their own. Die Strahlen haben nicht eine unabhängige Existenz. They are only an action of the sun. Diese Strahlen sind nur eine Energie, eine Aktivität der Sonne. They are not separate from the sun. And yet, the rays appear to be so many different rays. Sie sind nicht geschieden von der Sonne. Und doch sind die Strahlen sehr, sehr viele unterschiedliche Strahlen.
The one sun gives the idea of one center. So it is with God and man. Die Sonne gibt das Beispiel von einer zentralen Kraft. So, und so ist es mit Gott und dem Mensch. What is God? The spirit which projects different rays, and each ray is a soul. Was ist Gott? Gott ist der Geist, die unterschiedliche, so viele Strahlen projiziert, auswerft sozusagen. Und jeder Strahl ist eine Seele. Therefore, the breath is that current which is a ray which comes from that sun which is the spirit of God. Daher ist der Atem jener Strom, die wie ein Strahl ist. Ein Strahl, die von jener Sonne herkommt, die der Geist Gottes ist. Und dieser Strahl ist das Zeigen des Lebens. What is the body? The body is only a cover over this ray. Was ist der Körper? Der Körper ist nur eine Bedeckung über diese Strahl. Ganz kurz, ich habe das. Haben Sie das? Welcher Vortrag ist denn das? Das ist aus The Breath aus. Haben Sie etwas darüber? Ich habe das Buch Die Seele und ich habe gerade vorhin von der Stunde fast das Gleiche gelesen. Also schön, sehr gut, bitte lesen Sie das. Ja, also Seelen sind Strahlen dieser Sonne, die im Sanskrit Brahman genannt wird. Die Natur des Strahls ist es, sich auszubreiten und zusammenzuziehen, zu erscheinen und zu verschwinden. Wenn wir das Licht und die Flammen studieren, werden wir entdecken, dass nicht alle Strahlen gleich weit reichen. Einige reichen sehr weit, einige bleiben dicht bei der Flamme. Jeder Strahl, ob groß oder klein, hat eine unterschiedliche Reichweite. Die Seele ist ein Strahl der Sonne, die der unendliche Geist ist. Der Strahl ist eine Handlung der Sonne, die der Strahl selbst ist. Er offenbart sich und kehrt zurück, so wie der Mensch ein- und ausatmet. Sehr gut, thank you. Ja, das ist ganz klar, das erklärt das noch weiter und also fließender, wie das klar gemacht wird. Ja. Also Sie sehen, was ein großes Wicht in der Mystik eben Atem und Atembeherrschung haben. Und wieder in dieses Buch sagt Hazrat dann erst, er sagt, erst ist die Haltung, die Sitz, die entspannende Weise von zu sitzen, erste Stufe der Übung. Zweite ist dann die Atembeherrschung, wodurch auch der Körper wieder geholfen wird in seine entspannende Sitz. Und auch die Atem, sich das erste Verinnerlichungsprozess des Geistes. Und der Atem wirkt nicht nur auf den Körper, aber auch auf den Mind, auf den Geist. Auch der Geist wird im Griff gehalten, dadurch, dass man das mit dem Atem beherrscht. Das ist eben, was wir in Fikr machen. Nicht dadurch, dass ich die Worte auf dem Atem wiederhole, verhalte ich sie fest in der Geist und vertiefe ich das Bewusstsein davon in der Geist. Aber dann sagt er etwas Gottauffälliges, dachte ich. Er sagt, ja, das sind wichtige Ausgangspunkte für jede Meditation. Aber wenn es gibt ein drittes Punkt, und was ist das? Das ist die Attitude, die Lebenshaltung, Attitude, also die Geisteshaltung, die der Mensch hat. Und da sagt er, die Geisteshaltung von dem Mensch kann entweder sehr positiv oder sehr negativ sein. Es gibt Menschen, die alles im Leben bejahen und voller Freude annehmen. Es gibt Menschen, die sagen, ja, in diesem Leben ist überhaupt nie etwas Gutes. Die Menschen, die Depressionen und so weiter zu leiden haben, was heute natürlich leider sehr viel der Fall ist. Und dann sagt er also, aber es ist auch eine Art von Willen. Man kann entweder das Positive
oder das Negative sehen. Und das Positive beibehalten ist eine Art von Beherrschung. Es ist nicht, dass man alles, was Negatives, mal in seinem Unterbewusstsein lassen muss und dort wirken lässt. Nee, aber man hat eine Art von Upbeat, eine Art von positive Lebenshaltung zu entwickeln und die Hoffnung, die Erwartung, das Bewusstsein, dass das Leben doch im Innerlichen da ist, doch irgendetwas Positives darstellt und dass man das zu finden hat. Also die Attitude ist sehr wichtig. Er sagt, man kann manche Übungen, es gibt geistige Übungen in so viele Richtungen, kann man immer ausrichten, kann man immer tun, aber wenn die Haltung, die Geisteshaltung, die psychologische Haltung nicht auch in Ordnung ist, dann kann man so viel sitzen, wie man will und so viel atmen, wie man will und das wirkt nicht. Also eben die Abstimmung, die menschliche Psychologie, wenn Sie wollen, auch die menschliche Lebensphilosophie, die Weise, worauf der Mensch auf die Umstände reagiert, nicht, ist riesig wichtig in diesem Bezug, in diesem Richtung, ja. Ich schaue mal auf ihn noch. Also es gibt viele von diesen Darstellungen in seiner Arbeit. Und also dass man durch diese Atem den Geist zur Ruhe bringt, ist die nächste Stufe. Wie man den Körper zur Ruhe bringen kann durch die Atemkontrolle, so kann man auch den Geist also zur Ruhe bringen. Und damit hat man dann schon wieder einen weiteren Schritt gemacht auf diesem Pfade der Mystik. Also ich sprach von diesen unterschiedlichen Stufen. Eine der Stufen, die Sie alle schon kennen, ist die Vasifa. Also wenn wir sprechen von den 7 Stufen der Entwicklung, dann gibt es, Sie kennen das alle, Namas und dann Vasifa. Und die Vasifa ist schon diese Stufe von der Konzentration auf den Gottesname. Und das bedeutet also, dass man sein Geist und Gemut erfüllt mit einem Gottesbewusstsein, das sich konzentriert auf einen von diesen Namen Gottes. Das ist das typische Sufi-System. Immer ist wieder dann die Absicht, dass man sich völlig, sein Geist völlig durchsetzt von den Gedanken an diesen Namen. Die Name ist nur natürlich ein Vertreter von einer ungesehenen Realität, aber wenn der Geist sich völlig von diesem Namen durchziehen kann, dann ist er durchzogen von dieses Gottesbewusstsein, die von diesem Namen nicht vertreten wird. Das ist also der Vasifa, die Wiederholung der Gottesname, der Asmal Husna, wie es heißt. Und danach kommt dann diese Sikr. Und Sikr ist nicht mehr eine Sache von der Geist, aber dann von der Seele. Und mit Sikr probieren wir also nicht nur unser Geist, aber unsere Seele zum Bewusstsein zu bringen von das einzige Leben der göttlichen Realität, die in die Tiefe der Seele oder, wenn Sie wollen, hinter die Seele, wenn man es ausdrücken will, nicht die Realität des Daseins vertritt. Also mit Sikr sind wir schon auf die Ebene des seelischen Daseins. Ich sagte schon, dass wenn man mit den Übungen anfängt von Stille zu sitzen, von Entspannung und von Atem, dass da dann die nächste damit zusammengehende Notwendigkeit ist, die Geisteshaltung. Eine Geisteshaltung, die positiv, in positivem Sinne entwickelt werden soll. Und da kommen Sie gleich auf das System, weil wir im vergangenen Wochenende ständig übergesprochen habe, das ist das System der Maqamat und Halat, das System für dasjenige, was man sich an moralischen Qualitäten entwickelt und die psychologischen Zustände, die als Folge, als
als Auswirkung von diesen moralischen Stadien dann sich in den Menschen zeigen und die letztendlich führen zu den Stadien des geistigen Bewusstseins. Also wir gehen von Moralität zur psychologischen Abstimmung, von psychologischer Abstimmung zur spirituellen Daseinsbewusstsein. Nicht? Das sind also, und da sehen Sie also, dass eben in dieser die frühe Phase von geistiger Entwicklung schon eben diese ethische, diese moralische Disziplin sehr wichtig ist. Und das ist nicht eine Haltung, die man in erster Linie zu denken hat, als zu den anderen. Natürlich hat man zu den anderen auch eine moralische Haltung zu haben, aber besonders die moralische Haltung zu sich selber, die Selbstbeherrschung, das ist immer natürlich in dieser Phase das Wichtige. Und das ist eben, weil die Menschen so gerne sich mal ein bisschen Sachen einfach nehmen. Aber hier haben wir dann etwas, was wirklich ein bedeutender Schritt darstellt. Kann ich mein eigenes Wesen beherrschen durch diese unterschiedlichen Stadien und Staaten, worüber wir schon ausführlich gesprochen haben? Also, Wasifa, Asmal Husna, die Sifat Allah, die Gottesname, damit wir in ein Attribut, das wir selber verstehen können, woran wir selber ein Bedürfnis haben, uns von dieser göttlichen Anwesenheit in unseren Geist durchdringen können, dann darauf anschließend Sikr, die dann wieder dasselbe wiederholt auf Ebene der Seele. Und also umso entscheidender ist, weil dort die wirkliche Realität des Daseins anfängt zu sprechen. Also wenn ich spreche von Seele, wenn ich spreche von das Funklein Gottes in der Seele, wenn ich spreche von, ja, das göttliche Wirklichkeit, die hinter die Seele also verborgen ist, aber in das Funklein Gottes der Seele zum Ausdruck kommen kann, dann sind wir schon weit in die Mystik. Und dann kann der Mensch natürlich auf diese Weise diese vierte Dimension seines Daseins, sein seelisches Dasein, einschalten in sein Leben, wie sich das in der Welt abspielt. Also Sie wissen, ein Zentralpunkt von der Modernist, die Hazrat Khan war, ist, dass er den Mensch zentral stellt in sein mystisches System. Und dass er sagt, hör mal, dieser Mensch hat diese Vielfalt an Wesen in sich. Er ist der Körper, er ist der Geist, er ist das Gemut, Geist und Gemut zusammen, the mind, mind and heart, sagt er auf Englisch, the mind und heart, und dann nachher die Seele, und gibt jede die Chance, die Möglichkeit, all diese Teile des Wesens eine bestimmte Zeit die andere zu überwiegen, immer seine eigene Rolle zu spielen, sodass die Menschen auf diese Weise schon in diesem Leben ein ganz ausbalanciertes, ein ganz fruchtbares geistiges Leben führt, mit zugleich die Überzeugung, dass ihm das mit Gott verbindet und dass also sein ganzes Leben, nicht nur sein Leben in dieser Welt, aber in der nächsten Welt, in das ganze Daseinsprozesses, des Daseins als solches, schon eine einbezogen ist in sein Bewusstsein, in seine Weise von das Leben zu führen und anzuschauen. Vielleicht könnte ich noch hinzufügen, aber ich habe wieder zu lange gesprochen und wir alle, einschließlich mich selber, verlangen sehr danach, unsere Musik hören zu können. Aber vielleicht soll ich noch mal hinzufügen, dass Anhänger, die Hazrat Khan immer gehabt hat. Das Interessante ist, dass als er nach Westen kam in 1910, hatte er überhaupt nicht die Gedanke, auch Murids zu finden oder Leute zu trainieren, den Sufismus oder solches. Es war vielmehr seine Idee, zu sehen, wie die Mystik in der Art von Leben im Westen, wie die Mystik darin auch eine Stelle finden konnte. Aber er bekam Murids, weil die Leute interessiert waren in dasjenige, was er in seiner Ansprache also sagte.
Und mit der Zeit, jetzt sprechen wir von beinahe einem Jahrhundert oder über ein Jahrhundert sogar, hat sich dann eigentlich klar gemacht, dass es zwei Arten von Anhängern gab. Es gab natürlich die Menschen, die sehr bemüht waren, als Adepten sehr völlig, sehr vollständig, möglichst tief die eigentliche Yoga, das Übungssystem zu verfolgen und darin also eine eigene mystische Erfahrung und Vertiefung zu finden. Das ist natürlich für jeden Menschen meist wünschenswert. Aber daneben, Hazrat Inatran hat dann daneben natürlich so viel aus seinem indischen Welt auszulegen, hat so viel theoretisch zu klären, hat so sehr eine Philosophie der Mystik entwickeln müssen, dass die große Menge von seinen Anhängern, neben dasjenige, was sie als Mystische, als Adepten selber übten, doch in erster Linie Anhänger waren einer Lebensphilosophie. Also man könnte seine Murids unterscheiden in Menschen, die in erster Linie Adepten waren und Menschen, die in erster Linie eigentlich die Philosophie, die mystische Philosophie aus den Trans und auch die Lebenslehre, die damit zusammenhängt. Denn sie wissen ja sehr vieles auch über menschliche, über Moral, über den Aufbau der Persönlichkeit und solche Sachen. Sehr viel gelehrt. Also die Lebenslehre und die Philosophie einmal, die Mystik und die Meditation andermal, sind eigentlich die zwei Wege, die auch aus Hazrat Naitrans Lehre in zu vielen fortgegangen sind. Heute Abend dann würde ich Ihnen vorschlagen, dass wir erst die Musik, alles Musik wieder hören können und dann nachdem machen wir vielleicht vielleicht als Beispiel werden wir eine kurze Vazifa haben und dann an Sicker und Ficker. Aber ich verspreche Ihnen und ich hoffe, ich werde meine Versprechung halten, aber es kann sein, ab und zu ist das Bewusstsein nicht so ganz dabei. Ich hoffe, dass ich Ihnen nicht zu spät mache. Jedenfalls, wir werden etwas kürzer halten als gestern, aber probieren wir mal das möglichst alles zusammen weiter zu empfinden, zu erfahren, inshallah. So, bitte sehr, wenn Sie ja. Ja, aber nicht zu kurz. Sie erinnern sich immer, was Hazrat selber sagte, er war ja auch Musiker. Everyone would rather have a song than a speech. Also, sie hatte eine Art von Gutmachung, dass ich wieder so lange dabei gewesen bin.